Hier gerade im Bild im Hintergrund Olaf Ruschewey von Wuppertal, der Pokalverteidiger. Und er erzielt ein schönes Tor mit einem Heber. Sein Gegner ist Dirk Hansjocher von Drispenstedt, der Mannschaftsmeister des letzten Jahres. Sehr gute Parade. Auf der nächsten Platte spielen Schumacher. Im Hintergrund rechts wird er gleich ins Bild kommen. Sein Gegner ist Martin Brandt, ehemals Sinzig, TKC Sinzig. Und hier der Turnierleiter, schon leicht ermüdet, Hermann Scholz, der Präsident des TKC Arminia Warburg, unterstützt durch Stefan Schrick von den Vilshoppers aus Beverungen. Und wieder einmal Halbzeit. Die Spieler wechseln die Seiten und ich habe Gelegenheit, etwas zum Turnier zu sagen, während wir hier einen Spieler, der gerade spielfrei hat, beim Training sehen. Zum 10. Dreiländereck-Turnier 1988, 72 Tippkicker aus allen Teilen Deutschlands, zum ersten Mal in Warburg ein Tippkick-Torwandschießen und mehr dazu gleich. Schön. Versenkst du noch einen oben? Da oben habe ich ja mehr. Ich hoffe mal. Ja, hier ist Michael Schuster, amtierender deutscher Tippkickmeister 1988 beim Training auf die Torwand. Und letztendlich gewann er dieses Torwandschießen auch, indem er im Stechen noch einmal die Nerven hatte und 5 Treffer versenkte. Wunderbar, hier sein Schuss. An den Platten ging es kräftig zur Sache, Spiel auf Spiel. Und hier wieder mal ist ein Spiel zu Ende und neu wird aufgebaut. Und der Präsident sagt die neuen Spielpaarungen an. Die nächsten Spiele, wo wir sein? Kanzler gegen Brand, Schiedsrichter Röntger. Ruschewey gegen Schumacher, Schiedsrichter Herford. Kanzler gegen Funke, Schiedsrichter Buch. Hier die Trophäen, die es zu gewinnen gibt und einige Sachpreise. Und nun wenden wir uns einem Spiel zu, das von besonderer Brisanz ist. Mit dem Rücken zu uns Michael Schuster, Fortuna Düdinghausen, der amtierende deutsche Tippkickmeister 1988. Und er spielt gegen Dirk Hansjocher. Dirk Hansjocher benötigt unbedingt einen Sieg, um ins Endspiel zu kommen, während Michael Schuster schon ein Unentschieden genügt. Ja. Gerade ist das 3:1 für Michael Schuster gefallen. Jawohl, ein schönes Tor. Aber Dirk lässt sich nicht lumpen und kommt auf 2:3 heran. In dieser Partie an der nächsten Platte kämpft Peter Funke mit dem Gesicht, gleich wird er zu sehen sein, zum Zuschauer und mit dem Rücken zum Zuschauer Schumacher vom TKC Peine. Schiedsrichter dieser Begegnung ist der Präsident des TKC Arminia Warburg, der Turnierleiter Hermann Scholz. Halbzeit, Peter Funke wirkt etwas ermüdet, ist nicht zufrieden mit seinem Spielstand.
Wie man sieht, es geht rasend schnell. Hier sind wir wieder beim Spiel Schuster-Kanziora. Diesem Spiel werden wir uns später noch etwas längere Zeit widmen. Hier wieder Peter Funke gegen Jens Schumacher aus Peine. Ja, hier knallt der Ball ins Netz, kaum zu sehen, und diesmal hat Michael Schuster ein Tor hinnehmen müssen, aber insgesamt führt er noch. Und wir werden gleich eine Szene sehen, auf die ich jetzt schon die Zuschauer aufmerksam machen möchte, wo ein Tor vom Schiedsrichter übersehen wird. Es geht einfach zu schnell im Tippkick und das kann leider immer mal wieder passieren. Ich mache früh genug darauf aufmerksam und wir werden uns diese Szene dann noch einmal anschauen. Im Hintergrund im Moment Kanziora. Eine prächtige Parade von Michael Schuster, der nun seinerseits im Angriff ist. Ein schwieriger Winkel und auch daneben. So, jetzt wird die Szene gleich kommen. Die letzte Minute ist bereits angesagt. Michael Schuster kann wieder halten. Und wunderbar den Ball hier zur Ecke lenken. Ja. Und nun kommt die Szene. Achten Sie bitte auf die linke Torecke. Hier Ecke. Und nun die Chance. Weil im Endspiel in der ersten Halbzeit wenig an Stimmung da war, möchte ich diese erste Halbzeit einmal kommentieren, wobei ich weitgehend auf den Originalton verzichte. Wir können hier einmal kurz hineinhören. Dies war bereits das 1:0, aber es war gar nicht mit so viel Beifall verbunden, wie man das sonst gewohnt ist. In der zweiten Halbzeit wurde dann die Stimmung etwas besser. Und nun zum Spielverlauf und zu den Gegnern. Es gibt im Moment Ecke. Michael Schuster, der amtierende deutsche Meister, hatte also wieder das Endspiel erreicht. Er hatte Dirk Kanziora letztlich 6:5 geschlagen, auch wenn das eine Tor, das er geschossen hatte, vom Schiedsrichter übersehen worden war. Es hatte nichts gemacht, er war im Endspiel. Gegner, etwas überraschend, Andreas Huch von Rotor 88 Hildesheim. Und dieser Andreas Huch führt nun 1:0 durch den Aufsetzer gleich in der ersten Minute. Wir wollen sehen, wie Michael Schuster diesen Rückstand wegsteckt. Parade. Einstoß, schnell zurück. Und an den Verteidiger Einstoß für Huch. Ja, Schiedsrichter dieser Partie ist der dritte, Sebastian Krapot. Der dritte des Turniers, der kurz vor dem Endspiel das Spiel um Platz 3 gewonnen hatte. Wunderbare Parade von Huch. Ein Mann mit exzellenter Verteidigung und überraschenden Schussvariationen. Wir werden das besonders in der zweiten Halbzeit zu sehen bekommen. Wunderbar wieder hier den Ball herausgeschlagen. Aus dem Flug erwischt. Nicht einfach sowas. Und Michael Schuster letztlich etwas nervös hier in diesem Spiel. Holt nur eine Ecke raus, wunderbar gehalten. Torwart legt sich den Ball zurecht und Tor. Die Kamera konnte das gar nicht so schnell festhalten. 2:0 bereits und eine riesige Chance, Strafraumchance, aber nur an die Latte. Glück gehabt, Michael Schuster. Aber da ist es passiert. 1:2, ein Heber, kaum zu sehen für die Uneingeweihten. Und da ist der Ball wieder im Tor. Wieder ein Heber über den Torwart, rechts oben ins Eck. Aber das weiß man nur, wenn man es sich nachher hat erzählen lassen. 2:2, also der Spielstand. Und in diesem Spiel war alles möglich.
In der zweiten Halbzeit werde ich den Originalton laufen lassen und nach dem Spielende sieht man sofort Bilder von der Siegerehrung. Vielleicht noch ein paar kleine Bemerkungen. Der Spieler wird an der Linie, an der Torraumlinie, oft noch bewegt. Er ist als Verteidiger einzusetzen und man will durch das Hin- und Herschieben des Spielers den Gegner beim Schuss irritieren. Hier auch wieder sehr deutlich rechts im Bild zu sehen. Dann wird das schwierig, einen präzisen Aufsetzer zu schießen und mit der anderen Hand wird bei der Abwehr der Torwart geführt. Mit der linken Hand, wie gesagt, der Verteidiger, mit der rechten, hier hat man es gut gesehen, der Torwart. Beide Spieler sind vorsichtig, spielen die Bälle sehr oft rückwärts. Das gibt dem Gegner schlechte Schusspositionen, hier zum Beispiel auch. Und da müssen die Bälle von weit hinten auf das Tor geschossen werden oder aus spitzem Winkel, was nicht immer leicht ist. Hier Glück für Michael Schuster, der sich den Ball zurücklegt, aber gut pariert von Andreas Huch. Sehr schöner Aufsetzer, sehr schön angeschnitten, aber leider nur Ecke auf die Latte, aber bereits aufs Netz auch und damit Abstoß. Wieder Chance. Was macht er diesmal? Wagt es direkt, kann den Ball aber nicht präzise genug spielen. Gut, jetzt hoch, aber zu kurz. Ja, Halbzeit und nun blenden wir uns in den Originalton ein. Mit dir noch? Ja. Oh.
Ich läuf da runter, wenn ich mal die Klappe von dem Objektiv runter will ich nicht sehen, Siehst du mal einen Aufsitzer, den sieht man besser. Ja, schön. Reicht denn die Kassette für eine Verlängerung? Immer. Letzte Minute. Wunderbar, geil. Jetzt Andreas. Ja! Jetzt kommt sogar ein Roma her. Rotor. Und jetzt Andreas. Hüpf ist da drin. Ja, wenn es auftritt, ist, wir sind eh eigentlich nach Hause. Ich sage nicht so. Oh, das ist ja so schön. Ja, wenn der Mutter aus dem Fenster fliegen kann. Ich komme runter. Jetzt. Jawohl, jetzt die Entscheidung. Oh, und durch schon hier. 2x5, 2x2. Ja! Ja! Super! Kein Touchspiel bitte! Nein. Alter, wer hier noch weiß. Stellt euch jetzt. Der Rotor läuft gut, muss ich sagen. Aufsteigen mit den Rennen. Kommt der Bericht nicht mehr. Fertig.
Ja. Jawohl, den beißt jetzt. Weiß rein, Andreas. Köln gebissen. Jetzt legst du ihn. Genau so rum. Ja. Oh. Und ab in die Tor. Ja! Ja. Ja! Los, mach die 18 Minuten! Das ist spannend, das war jetzt 20. Das Problem ist, ich hab's noch. Schießes Tor. Oh. Ja! Ich hab ihn überhaupt nicht mit Gefühl geschossen. Kann nicht auch. Jawohl! Ja! Ruhig, Andreas! Bleib ruhig, Andreas! Lauf nicht ins Messer! Eingeklappt! Dein Brot aber 5 Sekunden noch. 8 zu 8. Wer hätte das gedacht? Man munkelt es was. Ja, dann mach ich Freischuss. Dann ziehst du Freischuss. Freischuss ist allgemein üblich. Was hier Freischuss ist? Freischuss? Oh, schieß. Ja, was soll ich denn reinschießen? Ich versuche ihn dann. Ja, Spaß macht. Sudden Death? Wiederholungsspiel. Nein. Doch. Erstes Tor entscheide. Was wollen die Menge? Ja. Wiederholungsspiel. Die beiden Endspielteilnehmer werden disqualifiziert. Die beiden um Platz 3 und 4 machen das Endspiel. Lauter! Was gibt's denn jetzt? Erzählt doch mal. Spielt sein Death. Jetzt ruhig jetzt. Quiet please. Ja, den hältst du. Das hat er genau gewusst. Linker Vogel, ja. Hast du dir Zeit lassen? Ja, ja. Oh, ja. Jetzt komm, Andreas. Hopp, dann kann er mich nicht mehr ausgleichen. Ja, ist nur eine Logik, oder? Jetzt, jawohl. Der Routinier wird. Ja, der war drin. Ja, das war's. Hey! Der fünfte Platz, Peter Funke, Eintracht Rehberge, Berlin. Hermann, er kriegt eine Blume. Du hast einen Blumentopf. Für das reichliche Schießen an der Torwand. Peter, nimm die ganz links, du, die ist pflegeleicht. Jogi? Jogi? Der dritte Platz, Dirk Ganzjohr. Dirk, einmal gucken. Schön. Ich mal rum. Der zweite Platz für Michael Schuster, Fortuna. Michael, einmal Cup zeigen. Michael, bleib mal stehen bitte, ganz kurz. Danke.
So, und der Überraschungssieger. Überraschung, keine Überraschung. Erster Platz. Andreas Hoch, Rotor 88, Hildesheim. Andreas, musst du eingravieren lassen. Nee, deinen Namen schön. Präsident. Ich wünsche allen eine gute Einwahl.